hallo Leute, hier ist er wieder, euer Table Tennis Gamer. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd. Und wir, was machen wir eigentlich? Wir waren im Pokémon Center und jetzt wollte ich hier den alten noch ein. Achso, Prinzip jeden Tag 110 Trainer. Ach, ja, guck mal. Ja, dann gib mal her mit dem Kampf. Ja, ich wollte die restlichen Trainer, die wir hier vergessen haben, nochmal machen. Da hätten wir zum einen hier diese wunderbare grünhaarige Erika mal wieder. Und ein Watt-Krakelo auf Level 35. Oh, 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 oh. Ich bin stark unterlevelt, Leute. Ich bin stark unterlevelt. Was sollen wir da machen? Was sollen wir da machen? Stahlflügel haben wir zum Beispiel. Machen wir mal Stahlflügel. Was bringt das? Wahrscheinlich nicht viel. Ah, ist nicht so gut, ne? Jaula setzt er ein. Ja, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ja, wir müssen mal gucken jetzt. Ich glaube, es gibt ja auch eine neue Arena in dieser Stadt hier. In Seegras Ulb City. Oder wie es heißt. Ja, so müsste es heißen. Und wir müssen einfach mal gucken, was wir da so Schönes veranstalten. Das weiß ich... Ach du Scheiße, einen Hypertrank. Natürliche Arschtrainer wieder. Ja, warum wundere ich mich eigentlich noch, wenn die Hypertränke einsetzen? Die setzen doch eh immer Hypertränke ein. Also brauche ich mich ja im Grunde eigentlich gar nicht mehr wundern, ne? Und jetzt setzt er so... Oh, 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 ich, nein. Och, bitte. Also das muss ich sagen, das geht mir echt super, super, super heftig auf Nerv. Diese ganze Scheiße von wegen Verwirrung, paralysiert. Oh, ich weiß nicht. Jetzt komm, hör auf, dich selber zu verletzen, sonst... Ja, geht doch. So, tschüss. Boah, sauber. Schwalboss, Level up. Yo, sauber, Level 34. Ich glaube, ich sollte mal wieder einen Kampf machen, einen Livestream machen, in dem wir leveln, Leute. Das wird, glaube ich, wirklich... Wirklich nötig jetzt bald mal wieder. So, warte mal, was haben wir denn? Hypertrank. Setz ich jetzt mal ein. Zack. Und schon ist Schwalboss wieder voll. Na, Schwalboss, was geht? Komm jetzt hier. Aufruhr. Ach Gott. Stimmt, seine Musikattacke. Ich glaube, ich werde ihm nicht so viel Schaden zufügen können. Ah, ich bin... Ach, scheiße, ich bin immer noch verwirrt. Haben wir ja schon wieder ganz vergessen. Ja, wisst ihr, was wir machen? Wir setzen Reptane an. Ganz klare Sache jetzt, Leute. Wir müssen Reptane eh leveln. Irgendjemand hat schon gesagt, was, Reptane, Alter? Level mal Reptane. Das kann doch nicht sein, dass er immer noch nicht weiterentwickelt ist. Das stimmt in der Tat. Gewaldro. Er muss zur Gewaldro weiterentwickeln. Ach du Scheiße. Hör mal, ich hab ja überhaupt gar keine Chance mehr. Was ist denn das für eine Kacke eigentlich, ja? Die Gegner, die Trainer, die matschen mich hier ja... Boah. Toll. Tot. Ey, das gibt's doch nicht. Ich habe überhaupt keine Chance mehr. Ja, Stolrak. Hau mal rein. So, komm. Und Kopfnuss. Oh, oh. Ja, sauber. Da ist mein Stolrak gut. Oh, und Hypertrank. Nee, Aufruhr. Ja, dann. Ja, da habe ich kein Problem mit. Tschüss, Mundtier. Na, du kleines Affenkind. So, jetzt ist es weg. Aber ich merke schon, meine Stimme, die wird langsam etwas heiserer. Warum ist das so? Weil ich gestern einfach vollkommen übertrieben habe, Leute. Ich habe gestern Banjo-Kazooie fertig aufgenommen. Ich habe es fertig aufgenommen. Komplett fertig. Ja, fertig. Das waren so an die 25 Parts oder so. Boah, ich habe so gelitten, ne? Aber das hat auch voll Bock gemacht. Ey, ein Pikachu! Wow, das habe ich noch nie gesehen. Das ist scheiße. That's shit. Aber der hier sollte gut sein. Gegen Elektro, Stolrak eigentlich, oder? Ja, schon, ne? Sollte gar nicht so schlecht sein. Und? Na, Pikachu, was ist mit Eisenschweif? Ja, Body Slam, hör mal, du kannst das voll vergessen. Du machst mir überhaupt nichts. Und jetzt Pikachu! Hui! One hit! Pikachu! Going to death! Oh yeah! Und Vibrava erreicht Level 40. Und das finde ich auch gut. Einige von euch haben mir in die Kommentare geschrieben. Hey, TT, ja, mach dir keine Sorgen. Von wegen Pokémon. Vibrava ist im Moment noch voll schlecht. Aber hinterher, wir sagen dir, wenn es Libeldra ist, dann haut es alles vom Tisch. Ach du Scheiße, der Vieh. Und ich bin gespannt, Leute. Ja, ich warte und ja, ich habe Schwalboss jetzt trotzdem noch nach vorne gesetzt, obwohl ich wechsle. Aus dem Grund, weil Schwalboss ja das Item hat, mit dem wir wunderbarerweise mehr Geld bekommen.
Ja, ne? Und mit Libeldra soll dann auf einmal alles anders sein und das soll auf einmal voll alles kaputt hauen. Und ich bin wirklich sehr gespannt, ob das wirklich so sein wird, Leute. Wird das wirklich so sein? Wir werden es sehen. Meine Stimme geht mir auf den Nerv. Erstmal einen Schluck trinken. Oh, so. Vielleicht soll ich auch so reden. Ja, geht die Stimme noch schneller weg. So, mach mal Kopfnuss jetzt hier. Gutes Wingull. Ja, nice. Ach, gutes Wingull. Was laber ich? Wingull gehört doch gar nicht zu mir. Come up. Ja, den hätte ich ja auffangen können. Wollte ich ja nicht, weil, ne, hatte ich ja nicht so Lust drauf auf dich, Kamaup. Aber nun gut, was soll's. Oh, das ist ärgerlich. Das ist schon ärgerlich. Dass wir so gerade eben da, ne, braucht man noch eine zweite Attacke für das Kamaup. Also Reptain und Schwalboss muss ich wirklich weiterentwickeln, Leute. Das ist nicht mehr schön mit den beiden. Die leben ja überhaupt nicht auf sicherem Boden. Die gehen ja schneller kaputt, als es mir lieb ist, um ehrlich zu sein. Irgendwie muss ich die leveln. Die Frage ist nur, wann mache ich das? Ich habe wenig Zeit für einen Level-Stream im Moment. No time. Nächste Woche schikaniert man mich nämlich schon wieder in der Schule. Und zwar aufs Härteste werde ich da wieder schikaniert. Montagnachmittagsunterricht. Dienstags, okay. Dienstags nur 7 Stunden, das geht sogar noch. Aber donnerstags will man mich bis 5 Uhr wegen einem Sportfest. Einem Sportfest in der Schule festhalten. Und naja, also so ein Sportfest. Boah. Es ist einfach mega unnötig, weil was soll ich da? Es ist meine letzte Sportstunde. Was soll ich bei einem Sportfest in der Schule? Es ist einfach unnötig, Leute. Es ist unnötig. Und ja, das heißt, da werde ich bis 5 Uhr hocken. Und ja, Freitag habe ich Training. Obwohl Freitag vielleicht einen kleinen Levelstream, Freitagabend. Da habe ich nämlich mal ausnahmsweise mal kein Spiel nach Wochen. Jetzt immer freitags Tischtennisspiel gehabt. Und jetzt nach Wochen mal kein Spiel. Deswegen, vielleicht machen wir das da mal. Müssen wir mal gucken. So, super Schutz erstmal wieder, natürlich. Nein. Nugget muss ich auch mal. Wo haben wir denn Paraheiler? Da haben wir Paraheiler. Dann heile mal mein Stolrak von der Paralyse. Und ich werde jetzt die Pokémon aber doch mal tauschen. Denn ich habe keinen Bock, dann immer im Kampf zu tauschen. So. So, ein paar Trainer müssen wir aber noch machen, Leute. Und dann geht's zur Arena zunächst. Aber ich weiß gar nicht, ob ich die Arena schaffe. Ich weiß nicht. Ich werde wahrscheinlich erstmal leveln müssen, ja. Die muss ich wahrscheinlich machen. Ich werde im Übrigen gucken, ob ich nicht eventuell die nächste Level-Session doch mit Beschleunigung mache. Eigentlich habe ich ja von Anfang an gesagt, ich bin gegen Beschleunigung. Was ist das denn? Was soll der Scheiß denn? Hallo? Ich habe Meryl gar nicht ausgewählt. Bist du eigentlich bekloppt? Hä? Warum hat er auf einmal Meryl ausgewählt? War das ich? What the hell? Wie, Meryl wurde ausgewählt? Was soll das denn? Ich werd nicht mehr. Was ist denn jetzt kaputt? Oh mein Gott. Ja, ist doch klar. Was soll denn der Scheiß? Hör doch mal auf, meine Pokémon zu tauschen. Ja, das ist klar, dass er Gardevoir angreift, weil Gardevoir kann keinen Schaden machen, aber das wird nicht ausgetauscht, oder was? War bestimmt die Attacke. Ich habe aber jetzt nicht aufgepasst. Seit wann kann er so eine Attacke haben? Angeberei. Oh. Schon wieder verwirrt. Egal, mach ihn jetzt kaputt. Komm schon. Ja, sauber. Und tschüss. Ja, was? Was war das denn für ein Irrsinn gerade? Wird auf einmal ausgetauscht. Ah, guck mal. Alle kriegen... Meryl hat er eingesetzt. Na gut. Toll. Wird er so auf einmal ausgetauscht, ey. Was war das denn? Das müsst ihr mir erklären, Leute. Ich habe nicht wirklich... Ah, das habe ich nicht verstanden. War das die Attacke von dem Feen? Oder warum wurde das jetzt... Wurde das jetzt bitteschön ausgetauscht? Boah, ich krieg zu viel. Mach den noch jetzt mal weg. Hör auf, verwirrt. Och, mit deiner Verwirrtheit. Oh, Leute, ich hasse es. Warum ist er denn verwirrt?
So schlimm ist das Spiel doch gar nicht. Da muss man doch nicht verwirrt sein, mein Kollege. So, Stolrak hat ordentlich bekommen. Sandan, ja. Ich kenne nur diese Sandalen. Die kennt ihr auch, ne, Leute? Sandalen. Ah, Sandalen sind was Schönes. Und er ist schon wieder verwirrt. Ne, was ich eben erzählen wollte, ist Folgendes. Ich habe ja immer gesagt, ich will das ohne Beschleunigung machen, das Leveln. Aber wir werden das einfach mitmachen aus Zeitgründen. Werden wir es doch mitmachen, ja. Weil am Anfang so, keine Ahnung, da wollte ich das Spiel eigentlich auf jeden Fall ohne das machen. Aber jetzt so denke ich mir mittlerweile, irgendwie hat sich das geändert. Warum genau, kann ich euch gar nicht erzählen, ich weiß es nicht. Aber eben so aus Zeitgründen ist es schon besser, da man schon extrem lange braucht, ja, bis man levelt. Und ich habe das jetzt in Fire Emblem auch wieder gesehen, weil bei Fire Emblem habe ich mit hinterher, also ich bin schon viel weiter, als es gerade hochgeladen ist, habe ich hinterher mit Beschleunigung eben gelevelt. Da bei Fire Emblem, es bringt nichts. Das habe ich auch offscreen gemacht, das Leveln, genau wie hier. Da könnte ich dann auch einen Stream machen, in dem ich level, aber das bringt einfach nichts. Das ist einfach immer wieder dieselbe Animation und langweilig. Im Grunde so wie hier. Und da kann man das auch mit Beschleunigung machen, dann geht es schneller. Und es finde ich auch ein bisschen besser. Ja, habe ich jetzt bei Fire Emblem gesehen. Es geht nämlich echt viel, viel, viel schneller, Leute. Viel, viel schneller. Es ist Wahnsinn, um wie viel schneller das geht. Deswegen, so, yo, Stolrak, Vibrava erhält nächstes Schlupuk. So, und dann bin ich auch, werde ich wieder ein Level aufsteigen mit Stolrak. Ich weiß gar nicht, Stolrak, entwickelt er sich nicht ab Level 36, nee, 36 nicht, Stolrak ist bei Paar 40, 42, glaube ich, oder so, ne? Ich weiß es gar nicht. Werden wir ja sehen. So, Level 36 für Stolrak. Vibrava. Ja, super. Da, ah, spektakulär. Klar. So, dann haben wir hier Beleber gefunden. Ja, habe ich auch gelesen, dass bei Beleber das gar nicht ist, dass das weniger wird von der Bindung zum Pokémon. Auch nochmal danke an die Leute, die mir das in die Kommentare geschrieben haben. Denn, ja, hätte ich mir auch denken können, weil das Kraut steht hier immer als bitter. Oh, was ist das denn? Ein seriöser Geschäftsmann. Der sieht so ein bisschen aus wie Watari. Watari, wer das kennt von Death Note, Watari. Batterie. Boah, Death Note muss ich auch nochmal gucken, Leute. Das ist nochmal Pflicht, das muss ich nochmal gucken. Voltenso erkennt Stolrak. Oh, Voltenso hat... Oh, ich habe meinen Stuhl wieder kaputt gemacht. Boah, ich schnell mal so nach hinten und irgendwo ist er dann eingehakt. Warte mal. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe diese Mechanik nicht. Aber sollte... Ja, sollte in Ordnung sein. Stuhl lebt ja noch. So, nochmal bitte. Was habe ich erzählt? Wollte ich eh nochmal gucken, ja. Death Note. Und, ja, ich weiß nicht mehr, was ich erzählt habe. Ist aber auch voll egal. Achso, genau. Voltenso erkennt Auge, ne? Hm? Ne, was? Ach, komm, Leute. Ich bin... Nee, jetzt kann ich auch nicht mehr erzählen. Jetzt, ja, Pokénarf, komm, Gentleman Abraham. Nicht seriöser Geschäftsmann Ibrahim oder was? Carbon erhalten. Boah, was? Moment. Halt, stopp. Carbon, das gibt ordentlich Geld. Was ist das eigentlich? Hebt den Initialwert für einen Kampf. Item fördert Wachstum, aber senkt Initiative. Vitalkraut. Top-Äther füllt AP einer ausgewählten Attacke. Ein bitteres Pulver, das die KP um 50 Punkte auffüllt. Nee, das ist bitter. Mach mal Müll. Ja. Da-dam-dam-dam-dam. Jo, wir müssen nochmal in den Shop. So, ich glaube, jetzt habe ich hier alle Trainer, die ich so nicht gemacht hatte eben. Dann lass uns doch mal in die Stadt gehen, Leute. In die Stadt rein. So, und dann gehe ich nochmal zum Pokémon Center. Denn das lief ja gar nicht gut für uns eben. So, willkommen im Pokémon Center. Pokémon heilen. Ja, ja, Schwester Joy, komm, mach mal. Heile meine Pokémon mit deinen sanften, heilenden Händen. Schwester Joy. Ich muss gerade mal im Pokémon nachgucken. Und zwar möchte ich mal... Wir brauchen ein Wasser-Pokémon langsam, Leute. Das steht fest. Ja, hier muss ich weiter mit Surfer machen. Ich werde mir auf der Route hier, glaube ich mal, ein Wasser-Pokémon fangen. Wir werden irgendeins nehmen dann. So, gehen wir mal runter und ich möchte die Pokémon-Verteilung nochmal ein bisschen ändern. Oder ändern wir den nochmal? Lass mal Stolrak vorne.
Ich glaube, wir lassen Stolrak sogar erstmal vorne. Wo ist der Markt? Was ist das denn hier? Pokémon Trainer Fanclub. Naja, Trainer Fanclub. Ne, so weit kommt's noch. Was? Oh, Maike ist wieder da. Einkaufszentrum. Oh, sauber. Ja, das ist doch nice. Maike! Oh, hey, TT-Gamer. Bist du auch am Einkaufen? Ich habe eine Menge Puppen und Poster gekauft. Natürlich habe ich auch Pokémon gefangen und die ziehe ich geradezu vorbildlich auf. Ich habe eher Bedenken, dass du dich um deine Pokémon nicht richtig kümmerst. Ich werde gegen dich kämpfen und sehen. Ja, normal, Maike, komm her. Die Pokémon, die ich aufgezogen habe, sind mit Sicherheit unbesiegbar. Ja, das glaube ich aber nicht, Maike. Schöner, guter Kampf. Hä? Maike, du willst es mal wieder wissen, ne? Ja, komm her. Ach, ein Tropius also. So sind wir gewickelt, Maike. Na, da sag ich nur Stolrak, Kopfnuss, Attacke! Wow! Über die Hälfte weg, Maike, was nun? Ach, Zauberblatt. Sind wir also so... Ach du Scheiße. Da, ein Viertel meiner Lebenspunkte abgezogen. Warum? Was? Nee, ich will dein Tropius nicht lieben. Leck mich am Arsch, Lockduft. Was soll das denn? Und tschüss, Tropius! Da hat es sich ausgetrobt. Naja, sehr schön. Jungglut, ja, das kennen wir ja auch, Jungglut. Ach, hat es sich auch noch nicht weiterentwickelt zur letzten Phase. Ja, das ist schade, ist bei mir aber dasselbe. Ah, hat dein Jungglut schon mal einen Eisenschweif geschmeckt, gute Maike? Ich zeig dir jetzt mal, wie das geht. Schau dir diesen Eisenschweif an. Er wird dein Jungglut nicht besiegen. Und noch ein Eisenschweif. Du setzt einen Kick ein. Ha, das macht mir gar nichts. Stolrak, Eisenschweif. Oh yeah. Das ist nicht sehr effektiv. But I don't care. Eisenschweif. Oh, das ist nicht sehr effektiv. Ja. Und Eisenschweif. Jungglut, das war wohl nix. Der Satz mit X. Hahaha. Ja, da haben wir Jungglut besiegt, Leute. Sehr schön. Okay, Vibrava. Was? Ja, Vibrava hat, genau. Wen setzt sie ein? Sie setzt... Ach du Scheiße, was ist das denn? Das sieht aus wie ein brasilianischer Karnevalszug. Was ist das? Kapaloris. Ja, ja, Kapaloris. Da war mir... Ah, hätte ich mir denken können. Ja, das macht mir leider auch nichts. Maike, deine Pokémon sind schwach. Allein mein Eisenschweif kann all deine Pokémon vernichten. Doch jetzt setze ich mal wieder die Kopfnuss ein, denn ein Kapaloris muss ordentlich mal einen in den Kopf kriegen. Lass mal Eiertütschen mit Köpfen machen. Kennt ihr das Eiertütschen, boah, ich hab immer verloren an Ostern, immer. So, und jetzt noch eine Kopfnuss und dann kannst du mit deinem Kapaloris mal in die Kapalaten gehen. Oh mein Gott. Es füllt sich ja immer wieder auf, wenn es mich trifft. Und da ist es tot. Ja, sehr schön. Boah. Vibrava erreicht Level 41, nice. Kreideschrei zu erlernen. Lass mal gucken. Stößt einen Schrei aus um gegnerische Verteidigung. Nicht erlernen, ja. Ja, oh, ich habe gerade schon gedacht, ich hätte was falsch gemacht. Okay, nee, ich möchte kein anderes Pokémon einsetzen. Ich werde dich genau mit diesem Pokémon besiegen, Maike. Und du wirst niemals eine... Mit deinem Pilipper kommst du nun also an. Tja, da hätte ich ja schon ein bisschen was anderes von dir erwartet, Maike, ne? Also, dass du mit so einem komischen Wassereimer da ankommst. Ich weiß, ich konnte keinen Schaden machen, weil ein komischer Wassereimer da seinen komischen Schutzpatron irgendwas eingesetzt hat. Aber hör mal, das interessiert mich nicht im geringsten, denn ich bin Table Tennis Gamer und scheiße, ziehe ich dir nichts ab. Was hältst du vom Bodycheck? Hä, ich check mal deinen Body, ob du auch nicht zu viel gegessen hast in letzter Zeit. Wollen wir die mal abchecken? Ja, leider nicht. Schade. Oh, komm. Wir sind der Bodychecker, Leute. Scheiß mal auf Ernährungsberater. Geht einfach zum Bodychecker. Der sagt euch, ob der BMI auch nach vorne, hinten und dreimal chemisch gereinigt immer noch stimmt. BMI, ey, so eine Scheiße. Ich hab noch nie so was Schlimmes gehört wie den BMI. Das bringt gar nichts, den zu berechnen, Leute. Lasst euch nicht in die Irre führen. Der BMI ist Quatsch. Vertraut auf euer eigenes Körpergefühl und denkt selber nach, was eurem Körper gut tun könnte. Und natürlich ist, denke ich mal, ganz gut, wenn man nicht zu viel Masse am Körper hat. Habe ich ja auch festgestellt, dass das nicht so gut ist, ne? Früher war ich noch ein bisschen mehr Masse. Und so vor letztem Jahr, so nach Weihnachten, war auch ein bisschen mehr Masse. Aber dann habe ich, nach Neujahr habe ich gedacht, geht so nicht weiter, ne? Da bin ich eben hingegangen und habe weniger gegessen. So, und da habe ich jetzt, bis jetzt sind es 9 Kilo, glaube ich, die ich abgenommen habe.
habe ich 9 Kilo abgenommen und so. Und jetzt so langsam ist wieder, bin ich wieder fit. Da fühle ich mich wieder schnell, wisst ihr? Da kann ich mich wieder bewegen, so. Ne, da trage ich nicht so viel unnötiges Zeug mit mir rum, was mich beim Sport behindert. So, aber das soll auch nicht Thema sein, Pilippa. Wir müssen dich jetzt töten. Die Maike achtet auch immer auf ihre Ernährung, obwohl ich nicht so dermaßen auf die Ernährung achte. Sollte ich mal mehr machen, aber oh mein Gott, who cares? Also zumindest jetzt nicht. Nicht gerade in diesem Augenblick. Ich kann mich noch gut an unseren Kampf auf der Route 103 erinnern. Ja, ich auch. Dieser Kampf hat dir enorm geholfen. Ja, ne, eigentlich nicht. Nicht, Maike. Das glaubst du doch, das willst du doch nur hören, um überhaupt mal so zu denken, dass du was kannst, ne? Ich überlege, ob ich bald nach Wurzelheim zurückkehre. Ich habe eine anständige Gruppe von Pokémon und mein Pokédex sieht immer besser aus. Ich gehe nach Hause und zeige dem meinem Papa. Zitiere mal, wirst du machen. Alle Orden der Arena sammeln und die Pokémon-Liga herausfordern. Nun, während du deine Orden sammelst, werde ich weiter an meinem Pokédex arbeiten. Ich werde ihn eher vollständig haben als du, wetten? Ja, du kannst mal alleine wetten. Ja, und da ist er weggeflogen. So, Einkaufszentrum. So, willkommen von Seegras Laub City. Ja, ich möchte mal kaufen. Pokémon-Lotterie. Alle Besucher und Einkauf können ziehen. Die Nummer Lottoschein mit ID-Nummer Pokémon übereinstimmen. Gewinnst du Preis? Möchtest du ein Lotto? Nein, ich spiele keine Glücksspiele. Ist nämlich auch eine schlechte Angewohnheit, Leute. Solche Glücksspiele und sowas. Oh, hört auf. Das ist nicht gut. Diese Glücksspiele bringen nur Unglück. So, was haben wir hier? Ne, ich möchte erstmal, guck mal, möchte erstmal was verkaufen. So, was brauchen wir denn alles nicht mehr? Jetzt können wir mal fangen wir mal unten an. Carbon brauchen wir nicht. Ja. So. Zink hebt den Spezialverteidigungswert. Brauchen wir nicht. So. Donnerstein. Das wollen wir nochmal behalten. Hyperheil-Laufschutz auch. Waldbrief, ja, das war der größte Fail, den ich jemals gemacht habe. Diesen Waldbrief braucht man auch nicht. Sternenstaub, schöner roter Sand, der von großem Wert ist. Den behalten wir mal. Nugget, ein Barren aus purem Gold, der von großem Wert ist. Yo, dann, oh, 5000 wollen sie für den Nugget. Boah, Verkauf. Nein, stopp. Ich war zu nein, ich wollte doch was verkaufen. Du Olle, du. So, was ist das? Feuerheiler. Das behalten wir mal. Top-Äther behalten wir auch mal. Vitalkraut, was ist das? Item fördert Wachstum, aber ja, braucht man nicht. Macho-Band. Braucht man nicht, wofür? So, X-Tempo, braucht man auch nicht. Ja, so. Was ist das? Füllt alle AP ein Pokémon um 10. Füllt alle AP ein Pokémon, verstehe nicht, egal. Hebt Level, braucht man nicht. Warum braucht man das nicht? Kann ich euch sagen, das hebt zwar den Level an, aber wenn es den Level anhebt, hebt es nicht die Stats an. Wenn wir normal aufleveln, heben sich ja Angriff und Stats und sowas immer an und das passiert dort nicht und deswegen ist das useless. Hebt die Volltrefferquote für einen Kampf. Braucht man auch nicht. Verkauft die Scheiße. Item. Besänftigt und fördert Sympathie. Puh, weiß ich nicht. Ein Mineralwasser sei das die KP. Ja, komm, jetzt haben wir erstmal genug verkauft. Jetzt will ich kaufen. So. Was ist denn Top-Trank? Ja, wenn wir schon mal da sind, können wir auch direkt den, würde ich sagen, nehmen wir direkt den Top-Trank mit. So, Beleber, das ist nicht so schädlich wie dieses Kraut, nehmen wir auch mit. Ja, Top-Schutz, würde ich sagen, brauchen wir auch auf jeden Fall 10 von. So, ja, Eilbrief, das erinnert mich an Majora's Mask, der Eilbrief. Hat die nicht noch Pokémon-Bälle? Ich brauche Pokémon-Bälle eigentlich noch. Was gibt's denn hier noch? Was ist denn bei euch? Ja. Nee, sowas brauche ich nicht. Sowas will ich nicht. Und was hast du? Ach, so. Das ist jetzt also die, die die ganze Scheiße verkauft, die ich eben verkauft habe. Ja, ja. Diese Proteine und Carbon, dieses Doping. Da bin ich nicht für. Oh, guck mal. Da kann ich TMs kaufen. Für 3000 kann nicht schaden. Kaufe ich alle Eimer. Wer weiß, wann ich die nochmal brauche. Hauptsache, ich habe die. Ich möchte die einfach haben, Leute. Wir kaufen die mal. Wir haben ja genug Kohle. So, aber ich brauche noch ein paar Pokémon-Bälle. Wo kriege ich die her? Ah, da gibt es auch noch TM. Nee, ich habe jetzt Eimer, habe ich jetzt TMs gekauft. Das reicht.
Sag mal, was gibt's jetzt da oben? VMs zum Sonderpreis oder was? Ach du Scheiße, hier ist Valentinstag. Und was haben wir? Was? Pika-Kissen? Was für Kissen, Alter? Ich fange doch jetzt nicht an, wie bei Sims hier irgendwie meine Wohnung einzurichten. Pikachu-Puppe! Ach, das ist der Quatsch, wo Maike einkaufen war. Hätte ich mir eigentlich auch denken können. Na, unten ist auch noch was. Brauchen wir nicht. Was ist hier? Ah, Bullshit. Ich will den ganzen Quatsch gar nicht mehr kaufen. Ich will eigentlich nur noch ein paar Pokémon-Bälle haben. Und das, glaube ich, kriege ich bei der Frau... Hier. Nee. Das war X-Tempo und so. Nee. Da war auch so eine olle Halsabschneiderin. Hier. Hier war die doch. Hast du nicht noch Bälle gehabt? Ich habe das nicht geguckt jetzt. Nee, die hatte keine Bälle. Dann hat die andere Bälle gehabt, ne? Geh mal her. Jo, die hat das gehabt. Hyperball. Dann nehmen wir mit. Und da brauchen wir ordentlich von für die nächsten Pokémon. So, ich war shoppen, Leute. So, da habe ich mal ordentlich geshoppt, würde ich sagen. Da sind wir auch für den nächsten Part. Ich habe den Part heute mal ein bisschen länger gemacht, weil gestern kam ja keiner. Kommen im Übrigen nie. Samstags nie Pokémon. Dafür sonntags ein bisschen länger, habe ich gedacht. Und da ist Aqua. Bevor wir uns jetzt in die nächsten komischen Windungen stürzen der Story, machen wir einfach einen Cut, Leute. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und im nächsten Part werden wir dann mal Team Aqua besuchen und mal gucken, ob wir die Arena finden. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Table Tennis Gamer. Ciao.